So, Bianca ist gerade weggefahren mit dem Heideshuttle zum nächsten Bahnhof, damit sie nach Hause fährt. Genau, weil sie Montag hat sie einen Termin und wegen ihrem Knie kann sie nicht weiter oder kommt sehr schleppend voran. Und genau, und ich laufe jetzt ungefähr genau 8 Kilometer laut Google zum nächsten Einkaufsladen. Guck mal, hier vorne läuft so ein verfettigter Vollfettkäfer lang. Guck mal, wie fett der ist hier. Im Gegensatz zu meiner Hand. Und wisst ihr, warum der so fett ist? Weil der so richtig fett ist. Guck mal, hier vorne wächst eine einzelne Sonnenblume. Also da, wo Sonnenblumenöl aus seinem Kopf rausspritzt. Genau auf dieser verseuchten Landstraße hier. Also genau da, wo diese ganzen Autos und Abgasen produzieren, hier rumfahren. Der wird richtig verseucht hier. Ich bin eine verschimmelte Kirsche, weil ich habe einen vergammelten Stiel auf dem Kopf. Von den ganzen Abgasen, die diese Fahrzeuge hier verursachen. Weil ich bin Landstraße gelaufen. Und ich laufe immer noch Landstraße. So, ich habe gerade im Freien Kot gemacht. Freihändig. Dauert nicht mehr lange bis zum Rewe. Rewe, ich komme. So, ich habe gerade eingekauft und ich habe hier Laikheim gekauft. Den werde ich jetzt ganz genüsslich hier trinken. So als Pause. Als Pausenbier. Das habe ich nur gekauft, weil ich das noch nie getrunken habe. Prüfen, wie das schmeckt. Ich finde, das Bier schmeckt schmackhaft, das ist geil. So, ich habe gerade mein Bierchen ganz entspannt ausgetrunken und ich habe nur deswegen dort Pause gemacht, weil mein Handy fast alle war. Ich wollte mein Handy-Akku in Ruhe aufladen. Weil guck mal, ich habe so ein beschissener scheiß USB-C-Ladekabel. Der hält nicht so richtig fest, der haftet kaum am Handy, das ist voll scheiße. Das heißt, bei jedem kleinen Ruckler geht der Kabel raus und lädt nicht mehr. Ich brauche einen neuen USB-C-Ladekabel. Keine Ahnung, wer das war. Aber ansonsten für den Zuschauer der Grüße. Vielleicht ist das Zuschauer. ich weiß zwar nicht warum, aber ich bin irgendwie schon in Buchholz angekommen. Und genau hier in Buchholz werde ich nach dem Schlafplatz suchen gehen. Ich werde nach einer Schutzhütte navigieren. Leute, ich habe die ganze Zeit nach einer Schutzhütte navigiert. Und das hat mich schon wieder an so einer Bahnhofshaltestelle geführt. Ich will nicht hier navigiert werden, sondern zu einer richtigen Schutzhütte. Ich muss nach einer Alternativschlafplatz suchen gehen. So, ich habe gerade nach einer anderen Schutzhütte navigiert. Und der ist 1,3 Kilometer von hier entfernt. Und ich muss einen Teil des Weges wieder zurücklaufen. Und ich hoffe, dass das nicht schon wieder sowas hier ist. Ich will eine richtige Schutzhütte, wo ich mich vollkommen in Ruhe niederlassen kann. Ich bin gerade angekommen, wo ich navigiert habe. Und das ist schon wieder eine Bushaltestelle. Das ist voll scheiße. Ich will so richtig in Ruhe schlafen. Und nicht bei Krach und Lärm, wie ich das schon zu oft gemacht habe. Ich habe jetzt eine andere Schutzhütte navigiert. Ich hoffe, dass das eine ist, die ist 1,1 Kilometer von hier entfernt. Ich bin ein richtiger Milbenhirn. Und ich weiß nicht warum. Oh scheiße, die nächste Schutzhütte wäre genau dieser Unterstand. Wo hier überall Berufsschulgelände ist und da hinten alles beleuchtet ist und so weiter. Das ist voll scheiße. Aber der nächste, wie heißt das Ding? Die nächste Schutzhütte, also zum Navigieren ist nur wenige hundert Meter weiter. Deswegen laufe ich da lang. Also ich habe gerade weitergesucht und diese eine Schutzhütte, die ich gerade navigiert habe, die gab es gar nicht. Und dann gab es noch eine nächste Schutzhütte, die ich navigiert habe und das ist diese hier. Das ist so ein ganz kleiner Unterstand. Ja genau, das hier, das ist so ein kleiner Unterstand, wo hier Tischtennis-Dinger sind. Und das hier, das ist Gymnasium. Und gut, morgen ist keine Schule, weil heute ist Samstag, also morgen ist Sonntag. Und deswegen werde ich jetzt auf gut Glück, weil ich jetzt wirklich keinen Bock habe, noch weiter zu suchen nach Schutzhütten oder so, dass ich mich dann genau hier hinlege, auf den Boden. Ja genau, ich werde mich einfach hier hinlegen. So, ich habe gerade mit meinem Spanngurt mein Handgelenk mit meinem Wagen verknotet. Weil ich schlafe immer sehr tief und fest, weil nicht, dass jemand meinen Wagen klaut oder so. Und deswegen habe ich das mit meinem Handgelenk verknotet. Und genau so schlafe ich jetzt. Ich bin erwacht und mein Wagen hängt immer noch an meiner Hand dran, also mein Handgelenk, genau. Das heißt, der wurde nicht geklaut, das ist cool. Das ist richtig gut. Und ich habe, glaube ich, keine einzige Person hier gesehen. Das heißt, diese Stelle hier am Sonntag ist safe. Ich laufe jetzt aus der Schule raus. Das sind meine letzten Worte zu diesem Schlafplatz. Und guck mal, was ich hier gefunden habe. Ich habe ihn hier gefunden. Wisst ihr, was man damit macht?
Fuchsbandwurm. Hier vorne ist so ein versiffter Schotterweg. Ich muss da durch. Und hier ist ganz viel Scheißegeruch. Also diese bäuerliche Scheißegeruch. Also vor den ganzen, genau die Viecher, die in den Stall drin sind. Das rieche ich hier. Also ich hab da eine Nase dafür. Guck mal, bis auf diese paar umgestürzte Bäume sieht das hier voll cool aus, weil hier ist überall Mooslandschaft. Und ich mag diese Moosboden, das sieht voll cool aus. Das ist ein richtig geiler Biwakplatz, um zu pennen, wenn man hier ein bisschen versteckt ist wegen dem Weg hier. Guck mal, da drüben chillen verfettigte Vollfettkühe rum. Also diese richtig verfettigten. Ja, genau. Die so richtig fett sind und so. Die sehen voll fett aus. Als ob die ganz viel gegessen haben und sowas. Ich will auch so stark und fett aussehen. Guck mal, da hinten dieses Weiße da vorne. Das ist ein kleiner Mini-Pony. Ich glaube, ich habe noch nie so einen kleinen Mini-Pony gesehen. Der ist so richtig klein. Diese Pferde, die haben Normalgröße. Also die sind keine Übergröße. Genau, so klein ist dieser weiße Pony. Mein Kopf ist wieder zu nah. Also mein Gesicht meine ich jetzt. Aber der hier, der ist voll klein. Kennt ihr noch diese Wildschweine, die uns in Unterlüß belästigt haben, nachts über? Hier vorne ist einer davon in Metall-Hufeisenform. Guck mal, hier vorne ist diese Autobahn mit den ganzen Autos und Fahrzeugen und LKWs und noch mehr Fahrzeugen, die diese ganzen Abgasen produzieren. Der Heizschluckenweg führt direkt an dieser lauten Autobahn hier durch. Genau auf diesem Weg hier, neben dieser verlauteten Autobahn. Das wird so richtig nervig sein, hier durchzulaufen wegen diesen ganzen Auto- und Fahrzeuggeräuschen und sowas. Aber ich muss da durch. Weg! Du musst richtig weg! Ich muss so richtig flüchten! Ich habe richtig Angst vor dieser Autobahn wegen den ganzen Schadstoffen und sowas und Autos und so. Diese Bakterien, die diese Autos verursachen, die machen einen krank! Ich wäre ein Aluhutträger! Stromkabelhalter gefunden. Auf dieser Kiesgrube da hinten, da werden. Ja, da wird irgendwie Sand gemacht oder so. Ich weiß gar nicht, was die da produzieren. Sand, genau. Genau, die produzieren da Sand, damit wir mehr Sand auf der Erde haben.